bei Jugendtakt Ulm 2019. Das ist das fünfte Jugendtakt in Ulm und das mit dem trippigsten Intro bislang. Das ist das ganz neue Jugendtakt, gibt es ja schon eine ganze Weile. Und jetzt kuppelt es auch nicht mehr rück, genau. Und das fünfte Mal in Ulm, seit 2013 gibt es ja schon. Aber was ist eigentlich Jugendtakt überhaupt, Julia? Jugendtakt ist ein Projekt. Ich bin das nämlich, glaube ich. Ne? Geht es besser? Okay, perfekt. Jugendtakt ist ein Projekt für programmierbegeisterte Jugendliche, so heißt es. Diese ganzen Jugendlichen, die so programmierbegeistert sind, die sich also ein ganzes Wochenende lang zusammengesetzt haben und gecodet haben, teilweise zum ersten Mal, teilweise schon zum x-ten Mal, vielleicht sogar in diesem Jahr, die sitzen jetzt hier und sind schon ganz gespannt, dass sie gleich ihre Projekte präsentieren dürfen. Wir haben eine total große Bandbreite an Jugendlichen. Wir haben irgendwie verschiedenste Geschlechter dabei, wir haben verschiedenste Alters. Stufen von 12 bis 18 Jahren ist so der Rahmen und der wird hier auch vollkommen ausgeschöpft. Und es geht vor allem darum, mit Code die Welt zu verbessern, also zu schauen, was kann man eigentlich machen, weil alles, was man tut, ist ja nie im luftleeren Raum. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich gerade? Und natürlich, wenn man so viel Macht eigentlich hat damit, dass man programmieren kann und tatsächlich Dinge tun kann, auf die andere vielleicht so ein bisschen neidisch sind, sollte man sich vielleicht sogar zweimal überlegen, was mache ich hier eigentlich und wie mache ich es und für wen mache ich es? Genau, und ihr seht hier im Hintergrund auch schon so ein paar Transparente, das sind Originaltransparente, die haben wir gebraucht, quasi nicht abgekauft, aber überlassen bekommen, von nämlich einer neuen Generation, eigentlich einer neuen repolitisierten Generation, die gerade auf die Straßen geht und sagt, hey, das ist auch mein Planet und ich möchte da was haben. Und deswegen lag es vollkommen nahe, dieses Jahr Jugendtakt unter das Thema mit Code die Umwelt zu verbessern. Ein paar haben daraus auch mit Code die Ulmwelt zu verbessern gemacht, aber wir haben es dann hauptsächlich bei dem Umweltthema gelassen. Das wird sich in vielen Projekten widerspiegeln einfach. Das heißt, hacken nicht nur unpolitisch. Wenn wir was tun, dann handeln wir politisch. Und das heißt, wenn wir politisch handeln, dann möchten wir auch was tun, womit wir wirklich unsere Umgebung ein Stückchen besser machen können. Das Ganze passiert hier in Deutschland schon seit 2013. Da gab es nämlich das allererste Jugendtakt in Berlin. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Man sieht da so ganz grob die Teilnahmezahlen, die explodieren, weil wir immer mehr Teilnehmende haben. Und seit 2015 ist auch Ulm dabei. Das war nämlich eine der ersten Städte außerhalb Berlins, wo es dann Jugendtakt gab, eben auch für regionalere Gruppen und für ganz Deutschland. Und mittlerweile sind wir nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und in der Schweiz, aber sogar auch international unterwegs. Denn Coden, das ist eine Sprache, das heißt, das eignet sich auch ganz gut, um eben so ein bisschen Grenzen zu überschreiten. Wir waren zum Beispiel zu Gast in Indien, in Sri Lanka, jetzt gerade kam eine Gruppe zurück aus Ostasien, Südkorea, Japan. Und wir hatten türkische Jugendliche jetzt zum zweiten Mal schon dabei in Berlin. Also da kommt auch international einiges zusammen und alle verstehen sich auch durch Code. Genau. Und man reist aber nicht nur in so entlegene Ecken der Welt wie Südostasien, sondern auch nach Ulm eben. Und in Ulm sind wir jetzt zum dritten Mal im Verschwörhaus gewesen. Das Verschwörhaus ist tatsächlich von der Geschichte fast untrennbar verbunden eigentlich mit Jugendtakt. Das erste Jugendtakt hat an der Uni stattgefunden und da war eigentlich die Idee, das wäre doch toll, man hat so ein Wochenende, wo man aus der drögen Uni so eine richtige bunte Landschaft macht, wo Jugendliche mit Begeisterung hingehen und nicht irgendwie Erstsemestrige ohne Begeisterung. Und da war die Idee eigentlich, wie kriegt man diesen Spirit, diese Möglichkeit, wo Leute sich austoben können, auch unterm Jahr, nicht nur an einem Wochenende und mitten in die Stadt. Und daraufhin haben wir die großartige Gelegenheit bekommen, zusammen mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung, gefördert durch die Stadt, ein Verschwörhaus einzurichten. Das ist da auf der anderen Seite des Platzes, neben dem Schwörhaus. Und dort gibt es jede Menge Möglichkeiten, vom Lasercutter über den 3D-Drucker bis zur Hardware-Ausstattung, die nicht nur einen Jugendtakt zu einem ganz besonderen Wochenende machen. Und wo es viele Möglichkeiten gibt, da muss natürlich auch viel dahinter sein. Jugendtakt könnte so nie stattfinden ohne das ganze Netzwerk dahinter. Das sind natürlich hier in Ulm, wie Stefan gerade schon gesagt hat, vor allem das Verschwörhaus, so als Ort, wo das Ganze stattfinden kann, aber eben damit auch die Stadt Ulm, die das ganz stark unterstützt. Genau, und es ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung mit der Open Knowledge Foundation und dem Verein Mediale Pfade. Das sind zwei gemeinnützige Vereine aus Berlin, mit denen zusammen wir das veranstalten hier. Und es ginge aber auch nicht ohne viel weitere Unterstützung. Die Initiative Ulm Digital möchte ich hier besonders hervorheben. Das ist eine Unternehmerinitiative, die hier den Löwenanteil der unterjährigen Kosten für Jugendtakt trägt. Wir haben aber auch bis heute, ich weiß nicht, ob die Uni selber weiß, dass sie uns noch unterstützt, aber einzelne Menschen in der Uni, die wissen das, dass eventuell ab und zu Hardware hier übers Wochenende runtergetragen wird und eben auch
Menschen wie die im Casino, die bei uns unterm Dach in dem Hauskomplex drin sind und eben auch das VOC, das Chaos Computer Club, das Videoteam, dem wir den Videostream hier verdanken. Übrigens damit auch ein herzliches Hallo in den Stream nach draußen in die Welt. Denn draußen in der Welt, da gibt es noch viel mehr Menschen, die uns unterstützen. Seit diesem Jahr, da gibt es auch einen Freundeskreis, dem alle, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, beitreten können, wenn sie sagen, ja, Jugendhakt ist ein tolles Projekt und sie vielleicht auch sehen den Wert dieser Veranstaltung. Da kann man uns noch weiterhin unterstützen, finanziell. Wie gesagt, falls Sie jetzt Interesse haben, schlagen Sie es doch mal in Ihrem Unternehmen vor oder vielleicht haben Sie auch selbst Lust. Mehr Infos dazu gibt es einfach unter freundeskreis.jugendhakt.org. Gibt es seit diesem Jahr. Genau. Und nicht nur Geld, also Geld ist das eine, das brauchen wir auch, damit die Jugendlichen hier auch mit wenig finanziellem Aufwand teilnehmen können selber. Aber noch viel krasser finde ich persönlich das riesengroße ehrenamtliche Engagement, das in so einem Wochenende drinsteckt. Wir haben jede Menge helfende Hände, sowohl die Mentorinnen und Mentoren wie auch Helferinnen und Helfer vom Filmteam über den Getränkeverkauf bis hin zu, dass hier aus einem Haus der Gewerkschaftssaal irgendwie auch so eine Veranstaltungslocation mit Dia-Projektor-Projektionen draußen und sowas geworden ist. Und ich möchte gerne jetzt mal die Gelegenheit nutzen, all die den Gästen die Gelegenheit zu bieten, so rum, unseren vielen fleißigen Helfern zu danken. Die können gerade mal ganz kurz aufstehen, damit man auch sieht, wer sie sind. Und ich würde sagen, die haben einen Applaus verdient. Und es sind tatsächlich noch nicht mal alle, weil einige jetzt auch schon gerade dabei sind, wieder das deutlich chaotischere Verschwörhaus gerade wieder in den weniger chaotischen Zustand zurückzubringen, das es normalerweise hat. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Stars der Veranstaltung. Zu den Präsentationen, denn hier waren 40 Teilnehmende ungefähr, die sich zusammengesetzt haben, die ihren eigenen Projekte gebastelt haben und raus kamen jetzt 7 Projekte, die wir jetzt vorstellen werden. Und wir fangen direkt mit dem ersten an. Du schmeißt den einfach auf den Boden. Ne, ich schmeiß ihn nicht auf den Boden. Nimm mal das Kabel. Es ist schwierig, die anzumoderieren und wegzustellen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht vorher. Das erste Projekt hat das Thema der Nachhaltigkeit und mit Code die Umwelt zu verbessern auf die ganz kleine Ebene runtergebrochen. Wie wir das einfach in der Nachbarschaft auch machen können, wie wir gemeinschaftlich unter Nachbarinnen und Nachbarn die Bohrmaschine vielleicht teilen können und wie wir einfach auf ganz kleinen Level dazu beitragen können, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ich begrüße jetzt das Team Sharing is Caring. Das sind Jens, Jonas, Julia, Laura, Linus, Michi und Vincent. Das ist euer Applaus. Wir schicken uns da durch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Sharing is Caring, das Projekt, mit dem wir uns über das Wochenende her beschäftigt haben. Allgemein haben wir uns mit dem Problem beschäftigt, dass die Nachbarschaft viel zu anonym und isoliert ist, dass es viel Essensverschwendung gibt, dass die Nachbarn nicht in Kontakt miteinander kommen. Und da haben wir uns einfach was überlegt. Genau, und unsere Lösung dafür ist eine Web-App zum kollaborativen Austausch in der Nachbarschaft, die verschiedene Funktionen beinhaltet, wie zum Beispiel eine Foodbörse, ein Diensteabteil, Pakete und der Verleih. Wir haben vor allem auch einen Fokus auf unsere Foodbörse gelegt, die fanden wir sehr wichtig, weil es auch darum ging, dass das Essen nicht verschwendet wird, sondern da können Nutzer übrig gebliebenes Essen online stellen, also inserieren, und man kann dann auch auf einer Karte sehen, welches Essen in der Nähe ist, und dann kann man die auch anfragen, und so kommt es halt dazu, dass dieses Essen nicht verschwendet wird. Ich bin sicher, viele von euch kennen das Problem, man ist gerade nicht zu Hause und es kommt ein Paket. Dem Problem wollen wir mit unserem Paketdienst entgegenwirken, indem wir einfach sagen, wir können allen Nachbarn schreiben, hey, könntet vielleicht jemand von euch das Paket dann für mich annehmen, ich bin gerade nicht da. Genau, um das sowas zu erreichen, haben wir dann auch ein paar Web-Technologien eingesetzt, um dieses Frontend mit dieser Web-App zu gestalten und unter anderem auch mit Leaflet, was diese Kartendarstellung ermöglicht, die wir euch gleich noch zeigen werden. Im Hintergrund läuft dann auch noch JavaScript auf der Serverseite
und mit OpenStreetMap verkoppelt, was uns einen Adressenaustausch mit Koordinaten und so weiter ermöglicht. Diese ganzen Daten, die aufbereitet werden, müssen dann auch irgendwo gespeichert werden. Das findet in der PostgreSQL-Datenbank statt. Und mit Docker verknüpfen wir quasi die einzelnen Prozesse miteinander und isolieren die aber auch voneinander, dass wir das überall transportieren können. Ja, genau. Mit Docker hatten wir dann schon die ersten Probleme. Bei den einen hat es nicht funktioniert. Dann hat es irgendwie wieder gesponnen und am Ende hat es dann noch funktioniert, hat auch einiges erleichtert. Vorne am Frontend, da gab es dann wieder Probleme, die einzelnen Elemente waren dann irgendwie wieder irgendwie verdreht. Wir haben dann die Flexbox gefunden, die das alles dann uns ein bisschen erleichtert hat, dass es alles einständig zusammensteht. Und was uns am Anfang vor allem aufgefallen ist, es hat viel mehr Kommunikation gebraucht, als am Anfang erwartet. Wir haben am Anfang uns erst überlegen müssen, wie teilen wir uns das richtig auf, weil natürlich irgendwie auch das Niveau immer wieder anders war. Sind aber dann mit unserer To-Do-Liste auch dann einigermaßen gut weit gekommen. Also, wir stellen euch jetzt mal noch die Webseite vor. Und zwar, wenn man runterscrollt, werden eben einige allgemeine Informationen gegeben, wie oder was ist Sharing is Caring überhaupt. Und wenn man ganz unten angekommen ist, sieht man ein Registrierfenster. Wenn man sich dort einfach registriert, bekommt man noch eine Bestätigungsmail und kann sich dann anschließend einloggen. Man kommt dann hier auf unsere Seite, auf der man auswählen kann, ob man Essen übrig hat zum Beispiel, ob man Pakete hat, die man eben nicht annehmen kann, weil man nicht zu Hause ist, oder zum Beispiel auch andere Dienste. Klickt man jetzt zum Beispiel auf unsere Foodbörse, sieht man hier eine Liste mit allgemeinen Inseraten, zum Beispiel Spaghetti Carbonara vegan. Man kann sich dort dann entscheiden, ob man das gerne haben möchte oder eben nicht. Und oben kann man dann auch einen neuen Eintrag machen mit unserem Formular. Und geht man jetzt wieder zurück, dann sieht man hier oben rechts noch seinen Account. Zum Beispiel hier jetzt der Account von unserem Alpaka. Geht man nochmal zurück, also wieder auf die Seite mit den Icons, kann man unter dem Community Finden Button seinen Standort ansehen und auch, was für Essen man in der Nähe erwerben kann. Ja, wie jetzt hier zu sehen ist. Also das war unsere Webseite. Und unser ganzes Projekt findet ihr auch auf GitLab. Und wer Lust hat, kann gerne auch mit uns oder kann weiterarbeiten. Und ja, vielen Dank. Das also war Sharing is Caring. Und die Gruppe hat gezeigt, wie einfach es sein kann, zu teilen. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Sachen, die man eigentlich nicht so gerne teilt, beziehungsweise wo es einfach unpraktisch ist. Ich denke mal so an Sitzplätze in der Bahn. Das wird schon etwas schwieriger zu teilen, deswegen dachte sich die Bahn überhaupt kein Problem. Wir machen das einfach so, man kann jetzt Sitzplätze reservieren, kostet 4,50 Euro. Dann denkt man sich, soll ich das wirklich reservieren oder jetzt nicht? Und dann ist natürlich die Frage, gut, manchmal gibt's Anzeigen, gegebenenfalls reserviert, manchmal gibt's Anzeigen, das hier ist reserviert, manchmal eben auch nicht. Und wie das funktionieren kann, dass man das vielleicht ein bisschen vereinfacht, dass man nicht erst in den Zug steigen muss, sich dann dort hinsetzen muss und dann eben sieht, ist reserviert oder ist eben nicht reserviert, damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Diese Gruppe heißt nämlich GGF, das Sitzplatz-Bingo. Und alle, die viel mit der Bahn fahren, können sich vielleicht denken, was GGF bedeutet. Für alle anderen gibt's die Erklärung jetzt direkt von der Gruppe höchstpersönlich selbst. Hier kommt jetzt GGF, das Sitzplatz-Bingo mit Pascal, Rick, Sebastian, Torben und Sebastian. Wurde gerade in dem Moment leer. Es hat der Sekundenbruchteil hat leider nicht mehr gereicht. Okay, kein Problem. Auch das ist so eine Sache. Klar, hier sind Jugendliche, die haben unterschiedliche Erfahrungen mit Technik. Und dann gibt es eben aber auch Mentoren und MentorInnen. Und
total oft sagen wir auch, ja, das ist eine total gute Idee, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man das jetzt lösen könnte. Oder ich habe auch keine Ahnung, wie man jetzt mit dem und dem Fehler umgeht. Und dann muss man es eben raussuchen und muss schauen, wie kann ich das Problem selbst lösen? Manchmal reicht einfach ein Stecker anstecken. Richtigen Stecker, ah, okay. Herzlich willkommen zu unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Das ist die GGF, gegebenenfalls das Sitzplan-Bingo. Genau. Einige von Ihnen kennen das vielleicht, wenn Sie Bahn fahren, dass Sie keine Reservierung haben, sich hinsetzen möchten und dann leider der Zug die Reservierungsdaten, warum auch immer, noch nicht geladen hat. Und über dem Sitz, wo normalerweise die Reservierung stehen würde, steht GGF, gegebenenfalls reserviert. Und wir haben uns gedacht, die Daten sind doch eigentlich da. Wenn man online reservieren möchte, dann sieht man, welche Plätze reserviert sind und welche nicht. Wieso klappt das nicht, dass die Daten im Zug ankommen? Und dafür, genau, sorry, noch kurz eine Zusammenfassung der Probleme. Also, das erste Problem ist, dass die Reservierungsdaten oft viel zu spät im Zug ankommen, obwohl die ja eigentlich schon online verfügbar sind. Und dadurch weiß man erstens nicht, ob jetzt so 100 Leute in einem Waggon sind und im anderen 30. Und man weiß auch nicht, ob der Sitzplatz, auf den man sich jetzt setzt, reserviert ist oder nicht, wenn da halt dann gegebenenfalls reserviert dran steht oder nicht. Und das zweite Problem ist halt, dass es ohne Reservierung generell schwer ist, dass man überhaupt einen Sitzplatz findet. Und dann war unsere Idee, dass wir eine Web-App entwickeln. Und diese Web-App soll veranschaulichen, welcher Platz in welchem Waggon reserviert ist oder nicht. Und der zweite Punkt ist dann, in welchem Wagen wurden die wenigsten Plätze reserviert, weil die dann potenziell halt eher leerer sind. Die benötigten Daten haben wir, weil wir benötigten die Reservierungsdaten der Deutschen Bahn. Die Daten sind hauptsächlich auf dem Backend. Die Frontend ist dann User Interface, die Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung und Abfrage. Die Reservierungsdaten. Die API-Daten waren inoffiziell bei der Deutschen Bahn. Also die sind nicht offiziell gewesen, aber Marudor hat es uns möglich gemacht, dass wir die Daten der Deutschen Bahn über ihn bekommen. Erstmal dafür danke, Marudor. Die Daten sind vermutlich nur vorübergehend online, das heißt, die werden bald gelöscht. Ja. Die Daten sind teilweise nicht vollständig oder stimmen nicht ganz. Zum Beispiel Reservierungen der zweiten Klasse sind dann Reservierungen in der ersten Klasse. Genau, ich rede jetzt über das Backend, also quasi das, was auf dem Server läuft und sich um die Datenverarbeitung kümmert. Es war so, dass wir uns gedacht haben, machen wir es dem User möglichst einfach. Das bedeutet, er gibt eben die Zugnummer ein, die er nehmen möchte oder in dem er gerade steht vor einem Platz und nicht weiß, ob da frei ist. Und den Tag, der automatisch ermittelt werden könnte und kann, und den Einstiegsbahnhof. Und dann machen wir verschiedenste Abfragen bei unserer Schnittstelle, die wir zur Verfügung bekommen haben, um dann, wie man hier rechts hoffentlich ein bisschen noch erkennen kann, die einzelnen Wagen mit Daten zurückbekommen können. Das bedeutet, wir bekommen eine riesige Liste der einzelnen Waggons des Zuges und sehen dann, wie viele Plätze hat dieser Waggon in der ersten, in der zweiten Klasse und wie viele davon sind reserviert und auch welche sind reserviert. So sieht das eben aus, was das Backend bekommt, und das gibt dann die Daten eben weiter an das Frontend. Ja, also das Frontend ist zur Verarbeitung von den Eingaben da, und das ist das, was der Nutzer sieht. Und die Abfragen der Reservierungsdaten folgen über das Backend, und das wird dann bildlich da mit einem User Interface, sprich an der Benutzeroberfläche, dargestellt, und da werden auch die Daten veranschaulicht. Genau, kommen wir zu einer Live-Demo. Live-Demo. Live-Demos bei JugendHackt sind bekanntlich immer, also entweder sie klappen oder sie klappen nicht. Ich würde jetzt einfach mal schauen, welcher Zug in Ulm abfährt heute.
Und da haben wir schon ein bisschen Vorarbeit betrieben. Das ist nämlich der ICE 610. Das heißt, wir geben die Daten einfach ein, geben unser aktuelles Datum ein. Und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schauen allgemein auf die Belegung, auf die Auslastung des Zuges. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Gleis stehen und wissen möchten, welcher Wagen vielleicht am leersten ist oder am wenigsten Reservierung hat. Oder wir stehen schon im Zug und möchten wissen, ob der Platz vor uns schon reserviert ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal in der Reihenfolge vorgehen und auf Suchen klicken und hoffen, dass es klappt. Ja, es hat geklappt. Das heißt, wir bekommen jetzt quasi eine riesig lange Liste der verschiedenen Waggons und sehen dann in dunkel markiert die reservierten Plätze und eben über dem Waggon noch in klein die Auslastung in Prozent. Zum Beispiel ist dieser Wagen, müsste Wagen 3 gewesen sein, zu 11% ausgelastet. Und ja, das hilft uns doch ziemlich. Dann gehen wir am besten zu Wagen 3, der eventuell noch am leersten ist. Gehen wir jetzt zum zweiten Use Case. Wir stehen gerade in Waggon 11 und vor uns ist der Platz 11 und wir möchten gerne wissen, ob wir uns da jetzt hinsetzen können oder ob in nächster Zeit eventuell wieder einer kommen möchte und eine Reservierung hat. Und ja, in dem Fall ist dieser Platz reserviert. Wir können das nochmal mit dem Platz nebenan checken, Platz 12. Und dieser Platz ist nicht reserviert. Da können wir uns auf jeden Fall hinsetzen und werden jetzt in nächster Zeit nicht gestört. Das war es dann mit unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Danke euch. Sie sehen schon alle, also da sind jetzt Jugendliche, die ganz selbstverständlich, also nicht nur von Bahnsachen sprechen, das ist ja auch ein Spezialthema für sich, sondern von APIs und so weiter oder von Marudua. Marudua ist ein echter Mensch, aber API für diejenigen, die noch nie Bahnabfragen gemacht haben, das sind Programmierschnittstellen, wo Daten rausfallen auf der anderen Seite. Und wie wir sehen, je mehr offene Daten wir haben, desto praktischer wird es auch nachhaltig mit dem Zug zu reisen. Mit einem ähnlichen Projekt, nämlich an Daten ranzukommen, um nachhaltig mit dem Zug zu reisen, hat sich auch die folgende Gruppe beschäftigt. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür. Jugendhakt ist gewachsen. Manche reisen vornehmlich mit der Bahn von Event zu Event und damit reisen auch Projekte von Event zu Event. Der Fahrplan Datengarten ist eines, das in Berlin beim letzten Jugendhakt schon angefangen hat und jetzt hier in Ulm gemeinschaftlich mit Menschen, die schon dabei waren und Jugendlichen, die neu zum Projekt dazugekommen sind, weiterentwickelt worden sind. Und was sie jetzt hier in Ulm gemacht haben, erzählen euch jetzt Anton, Florian, Leo und Simon. Willkommen zu unserem Projekt Fahrplan Datengarten. Es wurde schon in Jugendhack Berlin begonnen und ja. Das Problem ist, man hat ein Format, jede Schnittstelle, die man so kennt, hat immer ein anderes Format. Man hat Probleme, die Verspätungen mitzubekommen. Es gibt tausende verschiedene Apps, um abzufragen, ist jetzt der Zug da, kann man da reservieren und ganz viele andere Sachen. Ja. Und es ist nur eine Verkehrswende möglich, wenn die Züge sehr verlässlich werden und man so wie in ein Auto einfach so einsteigen kann. Unsere Motivation war, dass es halt durch verschiedene Apps sehr kompliziert wird, Bahnverbindungen und sowas zu finden und zu sehen, ob der Zug zu spät kommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfacher. Unsere Lösung ist, dass wir eine Sammelstelle von Daten, Bahnhöfen und Verspätungsdaten machen. Die Bereitstellung soll natürlich ein freies Open-Source-Format sein und ein Ausfüllassistent für Fahrgastrechtformulare. Die Daten, die wir benutzen, sind einmal von der Deutschen Bahn aus HFAS. Das ist das System, wo alle Fahrpläne gespeichert werden, auch mit den Live-Daten. Es steht für HACON Fahrplan Auskunftssystem. Und diese Schnittstelle ist nicht die schönste. Das Problem ist, sie ist eigentlich eher intern für interne Zwecke gedacht. Sie wird auch vom DB Navigator benutzt. Und damit kommen wir zu unserem Problem bei Bahndaten. Bei Bahndaten haben wir ein großes Problem, dass es häufig gedacht wird, das Urheberrecht, nur die Deutsche Bahn darf diese Daten verwenden. Sie haben ein Urheberrecht drauf, aber das haben sie nicht. Die Daten müssen öffentlich sein, damit mehr Bahn gefahren wird, damit diese Daten frei verwendet werden können. Und darauf baut unser Projekt auf. Damit
wir auch von nicht nur von der Deutschen Bahn, sondern auch von anderen Verkehrsgesellschaften die Daten zusammenführen können. Da haben wir die Station von Trainline. Trainline bietet an, die ganzen verschiedenen Verknüpfungen zwischen Bahnhöfen der verschiedenen Verkehrsbetriebe anzubieten. Jeder Verkehrsbetrieb hat einzelne IDs für ihre Bahnhöfe und Trainline verknüpft diese. Als Technologien für unser Projekt haben wir Django und Celery verwendet. Django ist ein Webframework, das auch gleichzeitig Datenbank macht, und Celery sorgt dafür, dass wir immer die aktuellsten Daten der Bahn haben. Ich würde jetzt ein bisschen zur Demo kommen. Ich fange mit dem Teil, den wir in Berlin gemacht haben, an. Und zwar haben wir dort diese Statistik gebaut, die aktuellen verspäteten Züge, die auf der Strecke unterwegs sind, analysiert. Und hier steht zum Beispiel auch ein ICE, der verspätetste ist. Das sind ein bisschen alte Daten. Das ist, glaube ich, nicht ganz aktuell, dass 11 Minuten aktuell die größte Verspätung ist. Was wir dann noch gemacht haben, das ist hier dieses Fahrgastrechte-Formular Ausfüllassistent, denn das sind sehr, sehr lange Formulare, die kann ich ausfüllen, wenn ich Verspätungen größer als 60 Minuten hatte, und dann kann ich einen kleinen Teil vom Fahrpreis, also ab 60 Minuten 25% zurückbekommen. Und da muss man sehr, sehr viele Daten immer raussuchen und zusammensuchen und da eintragen. Und das ist immer sehr umständlich. Deswegen habe ich gedacht, wenn wir jetzt schon so eine Datenbank mit den ganzen Verspätungen und den ganzen Zügen haben, können wir das ja nutzen und das viel einfacher machen. Man kann einfach das aktuelle Datum und den Zug angeben. Wenn ich jetzt auch weitergehe, dann werden mir die Stationen des Zuges angezeigt. Und da kann ich jetzt was auswählen. Und wenn ich jetzt hier mal weitergehe, so, dann fällt da hier gleich das ausgefüllte Fahrgastrechteformular mit den aktuellsten Verspätungsdaten, die wir haben, raus. Der Teil, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigt haben, ist die Datenverarbeitung. Das ist nichts, was man sich wirklich gut anschauen kann. Aber wir wollen diesen offenen Datensatz, den wir generieren, auch in dieser Oberfläche namens DigiTransit verfügbar machen. Die macht es nämlich viel, viel einfacher, weil im Bahnnavigator muss ich ja immer genau wissen, wie heißt jetzt diese Station, und hier kann ich einfach auf zwei Orte auf der Karte klicken und sagen, ich will irgendwie von hier nach irgendwo ganz anders. Dann kann ich hier hinklicken und sagen, da will ich hin. Und dann fallen mir da automatisch die Verbindung raus. Das ist halt viel, viel einfacher zu benutzen als zum Beispiel der DB-Navigator. Und wir haben das Ganze auch so gebaut, dass sich das super leicht durch Plugins erweitern lässt. Damit komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Unser Code ist, wie das für so ein Jugendhackprojekt sich natürlich gehört, offen verfügbar. Und wenn ihr wollt, dass von dem Verkehrsbetrieb bei euch in der Stadt die Fahrplandaten und auch die Live-Daten hier verfügbar sind, dann wäre es auch super toll, wenn ihr programmieren könnt, dass ihr dann so ein Plugin schreibt, dass die Daten auch von allen anderen Leuten genutzt werden können. Und damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Forderung. Veröffentlicht mehr offene Daten. Das habe ich an dem Wochenende wieder unglaublich oft gehört. Bezieht sich natürlich nicht nur auf die Daten der Deutschen Bahn oder generell auf das Thema Verkehr, sondern auch auf städtische Daten. Das haben auch ein paar Unternehmen gemerkt, dass Daten ziemlich wertvoll sein können und sich das Konzept Smart City ausgedacht, also dass alles irgendwie vernetzt ist und dann kann man ja alles super schön auslesen und die Daten dann irgendwas Schönes draus machen. Dass die nicht offen sind in diesem Modell, das ist ziemlich klar. Und trotzdem wollen wir was anderes. Und deswegen gibt es da mittlerweile ziemlich viele Initiativen, die sich dagegen stark machen. Einige Projekte auch der Open Knowledge Foundation. Jugendhackt hat auch einen ziemlich starken Fokus auf eben offene Daten. Und offene Daten können natürlich auch auf verschiedene Arten verschickt werden. Eine Technologie, die gerade ziemlich die immer mehr eingesetzt wird, ist dabei LoRaWAN. Und was das genau ist und vor allem, was kann man damit machen? Schon mal kleiner Spoiler, es hat auf jeden Fall mit Sensoren in der Stadt zu tun. Das erklärt jetzt die nächste Gruppe. Das erklärt LoRaSense mit Emil, Fabian, Kilian und Jonas. Ja, unser Projekt. Hi. Ja, unser Projekt heißt LoRaSense und es geht da um eine Wetterstation, die
sämtliche Daten messen kann und eben nicht nur sehr wenige wie die meisten Stationen und die dann eben auch noch praktisch eben einem im Internet quasi gibt, dann, dass man die von überall aus abrufen kann. Und die Vorteile gegenüber anderen Wetterstationen sind zum Beispiel, dass man die Lautstärke gut anzeigen kann und dass da auch ein Sensor für die Lautstärke drin ist. Zusätzlich, dass die ganze Wetterstation klein und kompakt ist und deshalb auch portabel. Und die ist auch stromsparend, deshalb die kommt mit wenig Strom gut aus und man kann eben alles live auf einer Webseite abrufen. Also kommen wir zur Umsetzung. Wir haben TTN UNO Sensoren für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und Lautstärke benutzt. Wir haben ein Arduino programmiert und dann LoRaWAN eingerichtet auf dem Arduino. Und wir haben ein Webinterface erstellt mit Node.js. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wir haben einen Lautstärkesensor und einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den, wie man hier sieht. Und die haben wir alle am Arduino Uno angeschlossen, wie man hier sieht. Gut, und jetzt zeige ich euch die Website. Also die Website ist so, dass man sieht immer ganz hier am Rand die aktuellen Daten, also links. Und die werden jede 2 Sekunden erneuert. Wie man sieht, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke. Und die Daten werden eben live aufgenommen mit dem Gerät hier vorne und dann werden die über LoRaWAN eben an der Antenne und damit dann ins Internet transportiert, womit wir die hier eben abrufen. Ja, das war unser Projekt LoRaSense und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream muss kurz umgesteckt werden. Kann man sich mal selber vorstellen, ob man selber in dem Alter in der Lage gewesen wäre, einfach mal schnell die Luftfeuchtigkeit zu messen und dann irgendwie über Weitbereichsnetze rauszufahren. Jetzt ist, glaube ich, der Punkt, ich kann weiterreden. Okay, gut. Bisschen höher. Die nächste Gruppe zeigt, was passiert, wenn man die Daten, wenn man freie Daten auch wirklich hat und die sie nicht irgendwie erst selbst beschaffen muss, sondern wenn es wirklich Bibliotheken von freien Daten gibt. Und die haben zwei sehr große Datenpools im Endeffekt mal benutzt, die viele von Ihnen vielleicht schon mal zum Teil wissentlich und zum Teil unwissentlich benutzt haben, um damit so mal das auf ganz alltägliche Probleme runterzubrechen, die man mal haben könnte, zum Beispiel, wenn man die Eltern morgens überraschen möchte, sonst irgendwas in der Richtung. Ob das immer noch der Anwendungsfall ist und was genau dahinter steckt und wie man Karten und die Datenbank der freien Welt, die Datenbank der freien Enzyklopädie Wikipedia verbinden kann. Guck mal, das ist schon der. Jetzt haben wir einen weggesteckt. Das ist Multitasking. Wenn man Adapter in Adapter steckt, dann funktioniert es nicht. Wenn man die kombinierten, wie man die kombinierten, was dabei rauskommen kann, das zeigt euch jetzt das Team von Smart. Das sind Benny, Daniel, Lars und Marvin. Wir haben dieses Wochenende an dem Projekt Smart gearbeitet. Smart steht für Suche mit Attributen. Sie kennen es sicherlich, Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort und Sie haben beispielsweise jetzt Pech und alle Geschäfte sind geschlossen. Sie haben aber jetzt Hunger, weil Sie schon eine lange Bahnfahrt hinter sich hatten. Unsere Web-App würde Ihnen dabei anzeigen, wo in der nächsten Nähe das wäre, was Sie sich wünschen würden. Das funktioniert nicht nur mit Produkten wie Essen, dies funktioniert auch mit Wetter. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt gerne mal wieder Snowboard fahren wollen würde, dann kann ich mir auch anzeigen lassen, wo hier in der Umgebung oder als nächstes Schnee liegen würde. Eben genau, also jetzt diese konkreteren Probleme sozusagen. Wir haben immer recht viele einzelne Suchen, um irgendwie, keine Ahnung, Bäckereien zu suchen und dann schauen, haben die offen, haben die nicht offen. Mit unserer App, Web-App, haben wir eben diese Daten alle zusammengefügt und haben auch dann eben auch, um auch zu schauen, ob diese Ziele oder diese Produkte jeweils verfügbar sind. Eben manchmal ist diese nämlich schwer zu finden.
Daher haben wir jetzt unsere Lösung, wie schon im Titel steht, ja. Wir suchen mit Attributen. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Orten, wir suchen eben nach Attributen. Heißt, hat's da Brot? Liegt da Schnee? Scheint da die Sonne? Können wir Alpakas in diesem Zoo besuchen? Okay. Eben, und dadurch haben wir eben eine größere Zeitersparnis und haben alle Informationen schnell, übersichtlich, auf einen Klick. Kommen wir nun zu den Technologien. Wir haben einmal Wikidata verwendet, um diese ganzen Daten zum Beispiel, jetzt ob wir Brot sehen oder essen wollen, dass man dann daraus schließt, okay, Brot gibt's in einer Bäckerei und daraus können wir dann durch Wikidata rausfinden, wir sollen nach einer Bäckerei suchen und jetzt nicht irgendwie auf Google Maps oder so nach Brot. Und dann jetzt OpenStreetMap haben wir dann verwendet, um diese Daten schön anzuzeigen. Da haben wir dann schöne Punkte und können da direkt dann hin navigieren zu diesen Orten. Und im Backend haben wir Flask verwendet. Das heißt, es ist quasi eine Schnittstelle oder ein Server, über den wir dann diese ganzen Daten bekommen können. Und im Backend, also mit Flask über Python, überprüfen wir auch noch eben diese Wetterdaten, weil wir ja auch APIs brauchen, also auch Schnittstellen für die Wetterdaten und eben auch diese ganzen Daten mit Orten und Koordinaten und sowas. Jetzt kommen wir zur Live-Demo. Also diese wunderschöne Website, wie man sie hier sehen kann, bedient man an sich über den Menüpunkt Attribute. Also wenn man jetzt auf den Attribut-Button drückt, öffnet sich ein Menü und dort kann man dann aussuchen, welchen Platz man sich angezeigt haben lassen möchte. Zum Beispiel an einem Platz, wo es jetzt Regen gibt. Und wenn man nun auf Suchen klickt, stellt das Frontend, fragt das Backend, hey, gib mir mal die Daten, und die Daten werden dann auf der Map visualisiert. Wir können es auch noch kurz mal mit irgendwas anderem probieren, zum Beispiel mit, wir wollen jetzt ein Ladekabel oder wir wollen Bananen essen, zum Beispiel jetzt mal Ladekabel, und dann werden hier zum Beispiel in Ulm jetzt gleich, man muss ein bisschen warten, die nächsten Technikläden angezeigt. Ja, das sind viele Anfragen, es braucht manchmal etwas, aber gut. Die Theorie funktioniert. Kommen wir weiter zur Präsentation. Hier sieht man auch zum Beispiel Regen in Deutschland sehr aktiv. Und dann hier eben noch unsere Links. Wir sind auf GitHub. Wir haben auch das Projekt auf Hackdash und in der Alpaka oder Jugend Hackt App auf alpaka.ml in Alpacrash. Dankeschön. Und aktiv sind in Deutschland gerade, glaube ich, nicht nur der Regen oder die Regengüsse, sondern auch die Jugendlichen. Man sieht es hier schon so ein bisschen. Wir haben hier so ein paar Plakate aufgestellt, die von der Fridays for Future Aktion hier mal kurz ausgeliehen wurden. Ein toter Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft. Hashtag Bier muss kalt bleiben zum Beispiel. Oder das, hey, das ist auch mein Planet. Man merkt also, die Jugendlichen sind ziemlich aktiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie koordiniert man das denn vielleicht auch klug? Und wie kann uns dabei Technologie helfen? Das hat sich schon mal in Berlin eine Gruppe gedacht. Dort Hashtag FFFinfo entwickelt, sorry, in Linz, Entschuldigung, in Linz wird es schon angefangen zu entwickeln und jetzt wurde es hier fortgeführt, denn Jugendhackt heißt nicht nur, die alten Hasen machen was, sondern wir kriegen auch jedes Mal total viele neue Alpakas dazu, die noch nie irgendwas gemacht haben oder vielleicht nur die ersten Schritte in der Welt des Programmierens, und damit das auch weitergeht, gibt es hoffentlich dann auch noch weiterhin online. Wir haben nämlich jetzt auch seit diesem Jahr ein neues Online-Tool namens Zulip, wo eben so ein bisschen die Community zusammenfinden kann. Das wurde jetzt schon ganz fleißig genutzt, um miteinander zu schreiben. Das ist für uns Jugendhackt intern und selbst gehostet. Wie das Fridays for Future machen könnte, das zeigen jetzt Christopher, der mit dem Zopf, Yannick, Jonas, Luca und Mitya. Einen Applaus bitte. Wir sind das Projekt FFF Info und wir haben es uns zum Ziel gemacht,
gesetzt, die Daten, die Informationen, alles, was man als braver Schüler zum Streiken und Schule schwänzen fürs Klima braucht, in einer Stelle zu sammeln. Das Problem daran ist, dass bisher die Daten über die Fridays for Future Bewegung aufgeteilt sind in hunderte WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, auf Twitter, auf irgendwelchen Webseiten und es einfach keine zuverlässige Datenquelle gibt, wann die nächste Möglichkeit ist, Unterricht zu verpassen. Wie haben wir das gelöst? Wir haben eine Cross-Plattform-App mit der Technologie Flutter geschrieben und ich weiß nicht, wer dazu was sagen will. Die hat es doch Spaß gemacht. Ja, genau. Flutter ist ziemlich high level, ist aber auch ziemlich interessant, weil Flutter kann man nämlich im Prinzip auf so ziemlich allen Plattformen, bis auf, ich glaube, OpenBSD war es jetzt, laufen lassen, weil der Flutter-Code, also man schreibt an sich Dart-Code und der wird dann zum Beispiel in C-Code oder C++-Code kompiliert und kann dann unter Linux ausgeführt werden, kann aber auch zum Beispiel eine APK generieren. Genau, aber unterscheidet sich doch ziemlich von anderen Programmiersprachen. Ja, wir haben dann noch eine Download-Funktion eingebaut. Wie bereits erwähnt, die Daten sind überall fragmentiert auf verschiedenen Webseiten. Und wir haben gedacht, wir machen einen Tab, Downloads, und da zeigen wir einfach alle wichtigen Formulare. Und wenn es lädt, wie man sieht, das ist jetzt zum Beispiel eine Petition, die haben wir in verschiedenen Sprachen, kann man draufdrücken und die ausfüllen. Genau, wir haben auch so eine Bildergalerie gebaut. Im Prinzip ist die Technologie dahinter einfach, dass man sich eine Webseite, in dem Fall von Flickr, holt und dann einfach schaut, welche Bilder sind da drauf und die Strings entsprechend parsen und dann anzeigt. Und dann kann man eben Bilder von den aktuellsten Demos zum Beispiel sehen oder halt ja generell von Aktionen von FFF. So, Fridays for Future ist ja mittlerweile eine ziemlich globale Klimabewegung und deswegen finden wir es auch wichtig, dass eben unsere App in möglichst vielen Sprachen verfügbar ist. Deswegen habe ich mich um die Internationalization bzw. I18N gekümmert. Das 18 steht für die 18 Buchstaben zwischen dem I und N in Internationalization. Und dabei geht es eben darum, dass die Einstellungen vom Nutzer ausgelesen werden und die Informationen dann in der entsprechenden Sprache angezeigt werden. Das kann man hier jetzt auch sehen. Also das ist jetzt die englische Version von unserer App und in den Einstellungen können wir jetzt Deutsch auswählen und dann bekommen wir alle Informationen auf Deutsch angezeigt. Okay. Ja, wie man gerade schon gesehen hat, gibt es seit neuestem, jetzt seit diesem Jugendhack, die Settings. Dort gibt es zum Beispiel das Theme, das man aussuchen kann, damit sich halt das Theme ändert. Und halt, wie gesagt, die Sprache. Ja, vielleicht fragt man sich jetzt, warum so eine einfache App zwei verschiedene Farbthemen unterstützt. Ist doch eigentlich total unnötig und braucht man doch nicht. Das hat aber einen Hintergrund, und zwar stehen wir mit den Fridays for Future Gruppen in Kontakt und Global Climate Strike, also die globale Organisation, sagt, die Sachen müssen gefälligst so aussehen. Mit diesen Farbtonen, mit diesen Schriften und dieser Kombination. Jetzt sind wir aber in Deutschland und in Deutschland gibt's auch Fridays for Future Gruppen und die sagen uns wiederum, nee, also wenn ihr eine App macht und die und mit uns zusammenarbeiten wollt, dann muss das gefälligst so aussehen. Man fragt sich, wozu. Das haben wir, glaube ich, gerade ausgelassen. Die Grundfunktion ist eigentlich, dass man sich Streiks anzeigen lässt. Das haben wir irgendwie gerade übersprungen. Es werden Streiks online gesucht und lassen sich dann filtern, wann sie sind, wo sie sind, wie gewalttätig sie sind, ja, und wann, wie sie sich wiederholen. Dann weiter. Als kleines Feature in der App gibt es noch den sogenannten Excuse Generator. Der ist auch relativ nützlich, nämlich dort gibt man verschiedene Daten ein, die benötigt werden. Und wenn man dann später, wenn man alles eingegeben hat, auf Generate Excuse drückt, wird ein LaTeX-Code erstellt, den man dann kopieren kann
und dann online in eine PDF umwandeln kann. Ja. Damit lassen sich ganz schön die Bürokratie in der Schule lässt sich damit umgehen. Ja, danke fürs Zuhören. Unser Quellcode ist verfügbar auf GitLab in der Gruppe von Jugendhackt /fff_info. Und das Tolle ist, die App ist sogar schon verfügbar. Das heißt, ihr und sie könnt das runterladen. Es ist im Google Play Store von Android verfügbar, ist nachher auch im freien Store F-Droid verfügbar und für alle anderen Plattformen lässt sich das auf der oben genannten Adresse unter GitLab runterladen. Vielen Dank. Danke an FFF Info. Automatisch generierte Entschuldigungsformulare. Damit ist das Formularwesen bei Fridays for Future schon moderner als das der Bundesverwaltung. Es war gerade Halloween und da erzählt man sich Gruselgeschichten und stellt euch vor, ihr seid mit einem Monster im Haus und könnt das Haus nicht verlassen. Oder stellt euch vor, ihr seid mit dem Klimawandel im Haus oder auf dem Planeten und könnt den Planeten nicht verlassen. Es gibt keinen Planeten B und um das so greifbar zu machen, mit eingespart sein und wie man da rauskommt und begreiflich zu machen, was es damit auf sich hat, was für Folgen hat, da hat sich eine sehr, sehr große Gruppe mit beschäftigt, die aus mehreren Untergliederungen sogar bestand und die mal versucht hat, spielerisch mit einem Spielmechanismus, den einige im Publikum vielleicht kennen, der wird gleich erklärt, klar zu machen, was es damit auf sich hat und wie man da hinterher rauskommen kann. Und jetzt muss ich wirklich ablesen, weil die Gruppe so groß ist. Der Climate Escape Room wurde nämlich gemacht von Peter, Lena, Laia, Noah, noch eine Lena, Dietke, Floriane, Lena, Milena, Paul und Noella. Und die Bühne ist jetzt eure, sobald ihr angeschlossen. Also, hallo? 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 Ach so, okay. Also, wir stellen euch jetzt den Climate Escape Room vor und ja, ich rede jetzt nicht viel und... Genau, ich beginne gleich mal mit unserer Vision. Nämlich haben wir gesagt, okay, gerade Jugendhack beschäftigt sich eigentlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Und es ist eigentlich ziemlich schwer mittlerweile, so die Fakten zu verleugnen. Aber irgendwie ist es genauso schwer immer noch, das den Leuten wirklich klar zu machen, was denn diese Fakten jetzt bedeuten. Und wir haben einfach nach einer Lösung gesucht, wie wir gerade jetzt Fakten und Daten zum Klimawandel einfach greifbar machen können. Ja, und die Idee war das einmal spielerisch in einem Escape Room umzusetzen und aber auch künstlerisch einfach greifbar zu machen. Ja, also ganz am Anfang befindet man sich sozusagen in der Zukunft und kann sehen, wie die Erde sozusagen durch die Folgen des Klimawandels zerstört werden würde. Und die Spieler des Escape Rooms bekommen dann die Chance, in das Jahr 2019 zurückzureisen und können dort dann durch das Lösen der Rätsel den Folgen des Klimawandels entkommen. Um einige dieser Rätsel habe ich mich mit Noella gekümmert. Dazu gehört zum einen dieses Windrad. Da soll man dann pusten, um eben Ökostrom zu erzeugen, was natürlich super ist. Und dadurch wird auch diese schöne Kiste geöffnet. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings haben wir da einen kleinen Baustein dran, der soll sich mit dem WLAN verbinden und schauen, ob das Rätsel gelöst wurde und das eben auch übermitteln. Jedoch heißt das WLAN hier leider anders, als wo wir das getestet haben und deswegen funktioniert das leider gerade nicht. Trotzdem können wir, denke ich, die Pflanze demonstrieren. Ja, also wenn sich dann durch das Windrad die Kiste geöffnet hat, befindet sich da drinnen ein kleiner Becher, der mit Wasser gefüllt ist. Und den kann man dann rausnehmen und eben eine Pflanze gießen. Und dadurch, dass man die Pflanze gegossen hat, sollte auf diesem LED-Streifen dann ein grünes Licht erscheinen. Und das funktioniert halt so, da drin ist eben ein Feuchtigkeitssensor, der das Ganze dann eben misst. Genau, das war so ein bisschen die spielerische Umsetzung und jetzt kommt noch die künstlerische Umsetzung.
Genau, und da habe ich mit generativer Gestaltung gearbeitet. Generative Gestaltung, das ist, man generiert mit Code Formen und Farben und kann dadurch solche Animationen wieder hier erstellen. Und dann aber auch dem Code sagen, hey, wie sollen die sich verhalten? Und jetzt könnt ihr eine Zeit sehen, 2027 steht da gerade, das ist die Jahreszeit. Ihr habt ja vorhin schon gehört, man startet 2050 und ihr könnt euch vorstellen, dann ist alles komplette Dystopie. dann haben wir die Partikel extrem verteilt und zwar die roten, weil die roten, das sind die negativen Partikel. Und dort unten sehen wir so ein bisschen was Helleres und wie wir das ein bisschen heller und mehr hell und positiv machen können, wäre jetzt, indem wir eine tolle Challenge hier lösen und dadurch dem Klima Gutes tun. Genau. Und das erzeugt natürlich auch ganz schön viel Zeitdruck, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 2040, wir haben nur noch 10 Jahre. Ja, genau. Also wir haben ein Kraftwerk 3D gedruckt. Das ist die nächste Aufgabe und man muss es sozusagen ausschalten, indem man einen Morsecode mit dem Knopf da eingibt. Und der Morsecode ist eben als Rätsel das Gegenteil von SOS, also OSO. Und wenn man den dann eingibt, dann ist das Kraftwerk geht sozusagen aus. Es sollte funktionieren. Es liegt vermutlich vielleicht auch am WLAN oder der Knopf ist kaputt. So, also ich habe hier einen Lego-Roboter gebaut, der halt die Welt erobert. Okay, nein. Aber ich habe ihn halt gebaut und anschließend wurde er halt programmiert. Und ich demonstriere jetzt mal, wie das geht. Nichts passiert. Ja, es hat geklappt. Wer redet jetzt? Mein kleinerer Projektteil war dann, dass man zwei Mülleimer macht, um zum Thema Mülltrennung praktisch auch was zu machen. Und da hat man so kleine Müllstücke mit einem RFID-Chip unten dran. Und einen kleinen winzigen Mülleimer, weil die Reichweite leider nicht so groß ist. Und in dem Mülleimer sieht man dann den Sensor. Und unten drin ist ein Microcontroller, der dann halt auswertet, ob das der richtige Chip von dem richtigen Müll war oder halt eben ein falsches Müllstück. Und wenn es dann eben falsch war, kommt es halt am Backend an und das verändert sich dann auch wieder auf der Grafik. Ist das Mikrofon aus? Hallo, hi, ah, perfekt. Genau, jetzt kommen wir mal zur Jugendhackt-Abschlusspräsentation obligatorischen Technikbelehrung. Wie wir gerade schon gesehen haben, wir waren ganz, ganz viele Kleingruppen, dadurch, dass wir einfach 13 Leute, glaube ich, in der Gruppe waren, mit Mentoren zusammen, hatten wir ganz, ganz viele Projekte, in denen wir gearbeitet haben und die wollten wir irgendwie am Ende zusammenpacken. Und dafür eignet sich sehr gut, wenn man eine Datenbank am Ende hat, auf der all die Daten zusammengespeist werden, so dass man eine Gesamtübersicht hat und dann auch mit der Visualisierung von Dietke, also diesen Partikeln, gescheit kommunizieren kann, so dass sie sich verändern, je nach dem Fortschritt. Genau, das haben wir gelöst mit Python und Flask. Flask ist ein Web-Developer-Tool aus Österreich. Ja, hallo Ilona. Damit haben wir ganz, ganz viel gearbeitet, genauso wie mit MQTT, das ist so ein Home Assistant, Home Automation, Internet of Things Protokoll, ganz toll. Also wenn ihr irgendwann was damit machen sollt, schaut euch MQTT an, ist echt super. Und wenn ihr irgendwelchen Beispielcode braucht, wir sind auch auf GitHub natürlich. Und genau, macht da ruhig einen Force Push Request, das kann nur lustig werden. Genau, und folgt uns auf GitHub, das ist immer toll, wenn wir da neue Follower haben. Ja, also eigentlich wollte ich auch noch was zur Technik sagen, aber das hat Paul jetzt erfolgreich von mir geklaut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde nicht erwähnt, falls ich richtig zugehört habe. Und zwar diese Generative Art Oberfläche, die wird mit einem Beamer in den Raum projiziert und funktioniert dann so ein bisschen als
Umgebungslicht, also so ein Ambient Mood Light, keine Ahnung. Ja, und für alle, die nicht zugehört haben, haben wir das nochmal ganz schnell zusammengefasst in einer Abkürzung, die nennt sich Itztvqüdsrpsvuha. Oder ja, irgendwie so ähnlich zumindest. Und das heißt, escape the climate change that will kill you if you don't survive, so run. Please save us, we have alpacas. Also. Ja, und noch ganz kurz ein ganz, ganz fettes Dankeschön an unsere MentorInnen, die uns nämlich echt super unterstützt haben. Und ich glaube, wir haben alle richtig viel gelernt von Projektmanagement über Umsetzung und Präsentation. Dankeschön, tschüss. Ich habe ein Geständnis zu machen. Ich bin schuld daran, dass es hier nicht funktioniert hat mit dem WLAN. Ich habe es gerade on the fly noch schnell richtig konfiguriert. Mein Vorschlag wäre, dass alle, die nahe interessiert sind, sich das nach vielleicht draußen angucken können bei euch. Wäre das eine Option? Na klar, okay. Dann funktioniert es auch wirklich. Ich habe es nämlich gesehen, dass es funktioniert. Es funktioniert wirklich, wenn es ich nicht kaputt gemacht hätte. Und eigentlich ist es gar nicht mehr so lang hin, bis man das sich nochmal genauer anschauen kann, denn viel zu sehen gibt's jetzt hier eigentlich nicht mehr. Das waren unsere 7 Projekte, die an diesem Wochenende entstanden sind. Und ich würde sagen, alle Teilnehmenden kommen nochmal hier nach vorne und bekommen nochmal einen großen Applaus. Mhm. Das sind die Umsteckpausen. Ah, gut. Ja, damit, das ist der Punkt, wo eigentlich alle immer traurig sind, nachdem sie vorne waren und den Applaus bekommen haben, weil das heißt halt, wenn die Präsentationen rum sind, dann ist halt auch Jugendtag in Ulm 2019 wieder rum. Und, Entsetzen, nicht nur von den Teilnehmenden, sondern auch von den MentorInnen. Aber es gibt ja nicht nur schlechte Nachrichten, es gibt auch gute Nachrichten. Jugendhakt gibt's nämlich seit diesem Jahr auch das ganze Jahr in Ulm. Der Tom, der sitzt da hinten irgendwo und der winkt jetzt. Das ist nämlich der Mensch, der seit dem Frühjahr eines von 2 Jugendhakt-Labs in Deutschland betreut. Das eine ist in Fürstenberg an der Havel im Verstehbahnhof. Und das andere ist hier in Ulm im Verschwörhaus. Nicht zu verwechseln mit dem Verschwörbahnhof, den gibt's nicht, auch wenn das einige sagen, es ist der Verstehbahnhof oder das Verschwörhaus. Aber im Verschwörhaus gibt's das Jugendhakt-Lab. Das sind alle eingeladen, die jetzt sagen nach dem Wochenende, unsere App ist noch nicht ganz fertig, wir möchten da noch was tun, wir möchten noch weiterbauen, wir möchten noch einen viel größeren Escape Room bauen. Oh, warte. Okay, also vielleicht auch einen Escape Room bauen, genau. Die können hier zum Jugendhakt-Lab kommen, auf jeden Fall. Die Termine finden sich auf verschwörhaus.de/jugend-hackt-lab.
oder einfach auf das Schulhaus gehen und auf Jugendtag Lab oben rechts klicken. Und die nächste Veranstaltung kann ich gleich ankündigen, die ist zweigeteilt. Es gibt nämlich einen Code Poetry Workshop. Was Daten mit Poesie zu tun haben, findet man dort raus. Ich weiß es hinterher vermutlich auch. Ich kann mir bislang noch nicht, mir ist es dreimal erklärt worden, ich kann mir immer noch nicht so darüber vorstellen. Aber tatsächlich ist es zum einen ein Workshop, wo Jugendliche von 12 bis 18 ohne Vorkenntnisse daran teilnehmen können. Und die zweite Teilveranstaltung ist dann eben nochmal eine Performance, wo auch die Älteren teilnehmen und das auf sich wirken lassen können. Der Workshop für die Jugendlichen ist am 16. November 2019 von 12 bis 16 Uhr im Verschwörhaus. Und ansonsten... Du bist stumm. Da war es erstmal von uns. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für eure wunderbaren Projekte. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, entweder im Lab oder bei Jugendtag Ulm oder in Linz oder in Berlin oder bei ganz vielen anderen Gelegenheiten, wo wir uns hoffentlich... Halle ist dieses Jahr noch. Nächste Woche. Nächstes Wochenende in Halle. Ich werde nicht da sein, aber ihr bestimmt. Bis dann. Dann danke. Ciao. Und gute Heimreise. Tschüss.